Knospi ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Gift, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Roselia entwickeln, welches sich wiederum zu Roserade entwickeln kann. Knospi ist ein kleines, zweibeiniges Pokémon. Sein knollenartiger Körper ist grün, die Füßchen und das Gesicht sind gelb gefärbt. Unter dem Gesicht befindet sich ein dunkelgrünes, blumenähnliches Muster, welches einem Lätzchen gleicht. Es ist zudem ummantelt von zwei grünen Ranken, die sich über den Kopf zu einem Knoten zusammenziehen. An der Spitze ist die Färbung etwas heller. In der Shiny-Form ist die Färbung des Lätzchens lila und Knospis Spitze gelblich gefärbt. Sein Attackenrepertoire besteht ausschließlich aus Gift- und Pflanzenattacken, hauptsächlich von spezieller Kategorie, teilweise auch mit zwei Attacken von physischen oder von Statusattacken, und setzt dabei gerne Attacken wie Giftschock, Gifthieb oder Energieball ein. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist innere Kraft. Und innere Kraft sorgt dafür, dass alle Statusprobleme bei einem Austausch des Pokémon geheilt werden. Eine weitere mögliche Fähigkeit ist Giftdorn, wodurch der Gegner bei einer physischen Berührung durch einen Angriff vergiftet wird. Und die versteckte Fähigkeit, die es haben kann, ist Fluraschild, wodurch bei Sonnenstrahlung Statusprobleme geheilt oder verhindert werden können. Knospi lebt in der Nähe von sauberem Wasser, in Wäldern und auf Wegen. Es hat ein feines Gespür für Wetter- und Jahreszeitenveränderungen. Während das Pokémon im Winter fest verschlossen ist, öffnet es im Sonnenlicht des Frühlings seine Knospen und entblößt auf der Innenseite rote und blaue Flecken, welche später bei seiner Weiterentwicklung zu Rosen gedeihen. Bei warmem Wetter sollte man sich von Knospi fernhalten, denn nun versprüht es giftige Pollen, die für Schnupfen und Niesreiz sorgen. Je besser Knospi gepflegt wurde und je sauberer sein Gießwasser ist, desto giftiger sind seine Pollen. Dabei ist Knospi der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, kann sich zu Roselia entwickeln, welches sich zu Roserade weiterentwickelt. Knospi gilt hierbei als Baby-Pokémon und um ein Knospi zu züchten, muss das nur zur Zucht verwendete Roselia oder Roserade das Item Rosenrauch tragen. Seit der 9. Spielgeneration entfällt diese Bindung aber. In den Spielen der Hauptreihe wird ansonsten die Entwicklung von Knospi zu Roselia durch einen Levelaufstieg mit hoher Freundschaft ausgelöst und die Entwicklung von Roselia zu Roserade durch die Gabe eines Leuchtsteins. Die Entwicklungsreihe symbolisiert dabei das Aufblühen einer kleinen Knospe zu einer schönen Blume. Knospis Körper ist grün und erinnert an einen Pflanzensprössling. Nach der Entwicklung zu Roselia symbolisiert der Körper den Blumenstängel. Das Pokémon bekommt zwei Arme und Beine. Als Hände tragen die Enden der Arme Rosen und am Ende des Kopfes wachsen drei Stacheln. Diese sind vermutlich eine Anspielung auf die Dornen einer Rose. Nach der Entwicklung zu Roserade als Endstufe sind die Arme und der Kopf nun die Blüten der Rose und die größte Blüte ist die am Kopf und weiß gefärbt. Mit seiner Typenkombination aus Pflanz und Gift nimmt es Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Wasser-, Elektro- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Psycho- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.